ich begrüße euch hier in meinem DSC Arminia Bielefeld Tutorial. Natürlich habe ich alles in den Vereinsfarben zusammengestellt, vom Make-up übers Outfit bis hin zum blau-schwarzen Ball. Okay, da fehlt jetzt vielleicht weiß dran, aber das macht nichts. Den habe ich jetzt auch einfach nur, um mal ein bisschen mehr die Zwischenzeit hier zu vertreiben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich beame euch jetzt direkt zum Tutorial, damit ihr dann sehen könnt, wie ich das zusammengestellt habe und ihr dann das Haus da genauso rocken werdet. Hoffe ich doch, wenn es euch denn gefällt. Also, wir legen einfach mal los und ich sage viel Spaß. So, willkommen. Jetzt sind wir direkt hier im Tutorial, wo direkt alles beginnt. Okay, gut. Ich hatte mir schon angezogen ein blaues Hemd, so ein lockeres, mit so einem Knötchen, was ich hier reingemacht habe und ein weißes Oberteil drunter. Gut, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Natürlich die Farben schwarz-weiß-blau. Deswegen würde ich gerne mit einem schönen blauen Lidschatten auf dem Auge anfangen, in der Lidfalte mit einem schwarzen arbeiten und hier oben mit einem weißen Lidschatten. Dann würde ich gerne eine schöne, knallige Fahne auf meine Wange malen und die Lippen auch in einen Ton, aber den verrate ich noch nicht. Okay, gut. Ich fange direkt an. Wenn ihr das dann gemacht habt und der schön knallig ist, würde ich direkt mit einem hellen weitermachen, mit einem helleren Lidschatten. Ich habe mal hier so eine schöne Palette, wo ich mich fürs Weiß entscheide. Direkt unter den Augenbrauen auftragen. Direkt in der Lidfalte würde ich dann, wie gesagt, mit einem dunkleren arbeiten. Am besten, wenn ihr einen schwarzen Lidschatten habt, dann nehmt jetzt einen schwarzen Lidschatten dafür, einen weichen Pinsel, mit dem ihr dann schön in eurer Lidfalte arbeiten könnt. Ich habe hier einen schönen schwarzen Lidschatten, der jetzt direkt an dem Pinsel ist. Und mit dem weichen Pinsel werde ich das dann in meine Lidfalte reinarbeiten. Dass da so ein kleiner Schatten praktisch entsteht. Andere Seite genauso. Bisschen reindrücken, den weichen Pinsel. Und dann verteilt er sich schön in der Lidfalte. Somit ist der Lidschatten praktisch da drin nicht so punktuell, sondern schon so leicht verblendet, verteilt. Dann würde ich mit dem Blauen auch noch mal ein bisschen hier unter das Auge lang gehen. Hier habe ich nochmal einen weicheren Pinsel. Damit kann man schön nochmal so ein bisschen diese harten Ränder wegmachen, dass das weich ineinander übergeht. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Wimperntusche und alles drauf. Deswegen mache ich jetzt nur nochmal so ein bisschen nach, falls da nochmal Lidschatten draufgefallen ist. Jetzt habe ich hier einen wunderschönen blauen Eyeliner. Mit dem male ich jetzt noch mal so ein bisschen unterm Auge lang. Jetzt machen wir direkt weiter mit unserer Fahne auf der Wange. Ich habe ein Becherchen mit Wasser und dazu einen Pinsel für meine weiße Faschingsschminke und schwarze Faschingsschminke. Ich setze erstmal in der Mitte den weißen und dann außenrum die anderen. Oben der schwarze und unten der blaue. So, den blauen mache ich direkt mit dem blauen Eyelinerstift. Was steht denn hier überhaupt drauf? Eyeliner, ja. Thank you.
Was ich noch ganz witzig finde, wenn ihr hier so einen Fahnenhaltmast praktisch runtermalt. So, dann sieht man noch mehr, dass es ein Fähnchen ist. Dann würde ich zu guter Letzt kreative Lippen machen, und zwar weiß mit einer blauen Umrandung. Ihr könnt da ruhig kreativ sein. Es ist ein Fan-Make-up und deswegen wichtig, mit den Farben des Vereins kreativ zu sein und sich auch ein bisschen was zu trauen. So, dann sind die schon mal schön weiß. Und dann würde ich die aber wirklich mit Blau umranden. So, und dann mache ich so weiche Übergänge mit dem Lidschatten einfach nochmal. Das habe ich jetzt spontan entschieden und deswegen würde ich die noch mal so ein bisschen mit Schwarz umranden. Bei den Haaren würde ich die ziemlich hoch stecken, so ein bisschen. Dann einfach frech einen Dutt nach oben. Einen hohen Zopf machen. Das geht ganz einfach, indem ihr einmal über Kopf geht, wieder hochkommt und praktisch direkt das Haar oben zusammennimmt. Und da könnt ihr, indem ihr hier oben anfasst, immer in diesem Bereich, nehmt euch zwei dünne Strähnen und zieht die nach vorne. So kriegt ihr den höher. Dann auch ruhig so ein bisschen Haare rausnehmen, damit das alles ein bisschen lockerer aussieht. Ihr könnt die Haare hier so ein bisschen rausziehen, überall, dass das nicht so streng, praktisch kein strenger Dutt ist, sondern so ein lockerer Dutt. Haarspray und fixieren. Kombinieren dazu, weil es fehlt ja nun, finde ich, ein bisschen schwarz in unserem Outfit, würde ich schwarze Federohrringe. Ein cooler Federschal. Dazu habe ich noch coole Schweißbänder, die ich hier am Ende des Ärmels noch mal so ein bisschen mit rüber mache. Und dann habt ihr das praktisch so in Schwarz am Ende. Richtig cool. Darüber vielleicht noch ein Armband, ein weißes, wieso nicht? Ja, die Nägel habe ich bemalt in ein Weiß-Blau. Und schon seid ihr fertig und habt ein richtiges Outfit an, ein richtiges Fan-Outfit, DSC Arminia Bielefeld. Ja, so könnt ihr dann wirklich da die Tribüne rocken und den Verein richtig, richtig anfeuern. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann vergisst das Liken nicht und das Teilen. Schreibt mir bitte auch gerne Kommentare drunter, wie es bei den anderen so angekommen ist und wie ihr das Outfit so im Allgemeinen auch findet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und drücke euch die Daumen, dass Arminia Bielefeld auch gewinnt. Macht's gut, eure Bunny.